Es gibt in der Christenheit das uralte Denken, dass der Herr verherrlicht wird, wenn wir unser Leiden, Schmerzen, Qualen, Krankheit, Mangel so über uns ergehen lassen, erdulden und dadurch die Welt beeindrucken. Wir gewinnen die Welt, indem wir willig das Leiden ertragen. Bei Licht besehen ist das nicht das, was das Neue Testament uns berichtet. Weißt du, die Welt wird nicht beeindruckt von Leuten, die leiden. Im Gegenteil, die Welt leidet selbst genug. Die hat alle nur denkbaren Nöte, Probleme, Schwierigkeiten, Krankheiten. Die hat alles Elend, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Und sie sucht definitiv nicht einen Weg da hinein, sondern sie sucht einen Ausweg. Sie sucht einen Ausweg aus all diesen Bedrängnissen heraus. Und genau dafür ist der Herr gekommen. Er ist gekommen, damit wir alle das Leben und volle Genüge haben. Das Neue Testament sagt beispielsweise, Gott aber vermag, euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Oder, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Alles, was wir brauchen, alles, was wir bedarfen, alles, der Herr erfüllt. Der Herr füllt jeden Mangel, der Herr will uns begegnen, er will uns sein Heil geben. Und das Wort Heil hat alles eingeschlossen. Das körperliche Leben, das psychische Leben, die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, unsere Arbeit, unser Zuhause, unsere Familie, alles. Alles ist eingeschlossen in diesen Begriff des Heils, was der Herr für uns hat. Der Feind kommt, um zu zerstören, um zu morden, um kaputt zu machen. Aber der Herr ist gekommen, damit wir völlige Genüge haben. Und weißt du, die Welt ist nicht wirklich beeindruckt, wenn sie sieht, wie Christen leiden. Und ganz sicher wird sie dadurch den Herrn nicht verherrlichen. Weißt du, was die Bibel sagt, wodurch die Menschen den Herrn verherrlichen? Beispielsweise durch das hier. Und große Volksmengen kamen zu ihm. Die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen. Und er heilte sie, sodass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Menschen verherrlichen Gott und interessieren sich für die Botschaft des Evangeliums, wenn sie sehen, dass ein Ausweg aus ihrem Dilemma da ist. Wenn eine Antwort auf ihre Not und ihren Herzensschrei da ist. Wenn sie sehen, da ist wirkliches, echtes Heil. Und weißt du, was der hebräische Begriff für Heil ist? Es heißt Jeshua. Heil und Jeshua sind eins. Jesus hat das umfassende Heil für uns herum. Und das gilt auch für dich. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.